So, herzlich willkommen Leute hier zu einem weiteren Let's Play. Let's Play Nummer 2? Ja, von eurem Killer GmbH. Und eurem Patrick, beziehungsweise von eurer wilden Banane und eurer krassen Kirsche. Genau, die neuen Namen, da muss ich mich ja selber noch dran gewöhnen. Ja. Die krasse Kirsche und die wilde Banane. Und wir spielen heute auf der PS4 und wir spielen Don't Starve. Und jetzt schauen wir uns erstmal hier das Intro an. Ups, schief gelaufen. Ja, also die Story ist, wir wurden von einem bösen Radiozauberer-Ding herangelegt. Ja, und worum es geht, kann man sich ja denken eigentlich. Don't Starve, nicht verhungern, nicht für die, die nicht so gut Englisch können. Konsolenedition. Ja, also wir spielen auf der PS4, war für PlayStation Plus umsonst und dafür kann man sich echt nicht beschweren. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt und ich finde es richtig cool. So, New Game. Ja, wir freuen uns schon auf die Fortsetzung. Don't Starve 2. Starve Strikes Again. Suchen wir erstmal einen Charakter aus. Also, der Typ hat eigentlich nichts Besonderes, außer dass ihm Bart wächst. Ja. Keine so tolle Fähigkeit, sag ich mal. Die, mit der habe ich auch schon gespielt. Die legt Feuer. Ja, legt Feuer und kriegt keinen Schaden, wenn sie durch Feuer läuft oder so. Ja. Und der ist besonders stark, wenn er satt ist, was mal aber selten ist. Aber ist eng. Und hat Angst vor Dunkelheit und Monstern. Und der hat schon Bart. Ja. Aber wenn man einen Rasierer baut, ob man dem dann den Schnauzer rasieren kann. Naja. Und die, mit der habe ich noch nicht gespielt, die habe ich erst freigeschaltet. Wird verfolgt von ihrer Zwillingsschwester, in welcher Form auch immer. Kommt gut mit Dunkelheit klar, ja. Aber schlägt nicht besonders stark zu. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, was würdest du sagen? Nee, da ich ja bis jetzt nur mit einem Charakter gespielt habe, würde ich sagen, mir ist es egal, such du aus. Also mit der habe ich halt noch nicht gespielt, aber mit dem habe ich gestern gespielt und den fand ich eigentlich recht nett. Darum weiß ich nicht, soll ich jetzt den nehmen oder... ich nehme wieder den einfach. So. Einstellungen lassen wir alles so wie es war und dann starten wir mal. So, die Welt wird jetzt erstmal generiert. Da stand gerade er tut Wilsons Bart herbei. Zauber, ich weiß nicht was da stand, aber wir haben gar nicht Wilson. Ein Spielfehler. Ja, das sind wieder so besonders hilfreiche Tipps aus. Aber das war ja gar kein Tipp. Das ist wie bei die Sims. Da ist das Radio. Wo ist das Radio? Der Typ. Achso. Also, wir sollen erstmal was zu essen finden, bevor es Nacht wird. Das ist ja mal ein toller Tipp, ne? Ja. Aber wir haben schon ein bisschen gespielt, oder ich habe schon ein bisschen mehr gespielt. Und ich spiele jetzt auch gerade, nur damit ihr es wisst. Ja, also. Und ich weiß schon so ein bisschen, was man machen soll. Und, also, wie ihr seht, man kann hier quasi alles, was hier irgendwie rumwächst, rumliegt, was auch immer, kann man einsammeln. Ich sammle jetzt erstmal ein paar Äste, weil die brauchen wir damit eine Axt. Ich will jetzt erstmal eine Axt machen, damit ich ein bisschen Holz fällen. Für Nacht braucht man ein Lagerfeuer und so weiter und so fort. Ja. Und Beeren haben wir jetzt auch schon gefunden.
die sind natürlich gegen den Hunger. Ja, Beeren sind sehr gut. Das Spiel heißt Don't Starve und wir sollen nicht verhungern. Ihr seht da oben in der Ecke, ist eine kleine Anzeige mit unserem Magen. Und das sollte halt nicht heruntergehen. Ah, da haben wir Steine, das ist perfekt. Oh, und ein Bärenbusch. Und noch ein Busch. Und nochmal Steine. Und eine Karotte. Oh ja, also hier ist schon mal nicht schlecht. So ein bisschen was, was hilfreich ist. So, und jetzt brauchen wir erstmal eine Axt. So, weil das brauchen wir nachher. Weil, das seht ihr dann nachher, aber die Nacht überlebt man nicht ohne Feuer und für Feuer braucht man Holz. Deswegen bin ich beim ersten Mal auch gleich in der ersten Nacht gestorben, weil ich das nicht geblickt habe. Es wird erst so ein bisschen dunkel und dann wird es richtig dunkel und dann kommen Monster oder wie auch immer auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte man die ganzen, stirbt man dann halt, wenn man die ganzen Steine mitnehmen auf jeden Fall. Ja, und Beeren auf jeden Fall, weil früher oder später werden wir Probleme mit dem Essen bekommen. Und hier weiter auf dem grünen Boden bleiben, weil der sieht so aus, als wird der mehr wachsen als auf diesem braunen, was auch immer. Also wir schauen uns mal in der Gegend um jetzt erstmal ein bisschen und sammeln mal so Rohstoffe, die wir jetzt halt am Anfang mal brauchen. Wir brauchen jetzt noch nicht so viel. Achso, um uns gleich vorweg zu sagen, wir werden jetzt vielleicht ein, zwei Runden erstmal spielen von Don't Starve und werden dann gucken, wie es anguckt. Das geht ja meistens nicht allzu lang. Ja. Also werden erstmal nicht so viele Parts werden und auf jeden Fall werden wir dann je nach Feedback weitere Parts machen. Ja. Vielleicht auch dann jeweils mit anderen Charakteren und ja, wenn es euch gefällt eben. Also ihr müsst wissen, wenn man hier stirbt, dann ist man tot. Also das Ziel ist im Prinzip so lange überleben wie möglich. Und das Einzige, was du kriegst, ist, wenn du stirbst, Erfahrungen, um andere Charakter freizuschalten. So, hier gibt es auf jeden Fall schon mal Kaninchen, das ist auch nicht schlecht, oder Hasen, was auch immer. Ja. Also Steine. Alles das, was es halt hier überall gibt. Also das, was wir jetzt alles gefunden haben, ist so das Zeug, was es eigentlich an jeder Ecke hier gibt. Hier ist ein Weg. Also früher oder später müssen wir uns halt ein Lager bauen wahrscheinlich. Deswegen schauen wir uns mal hier ein bisschen um, ob wir irgendwas Besonderes finden. Also da hinten waren ein paar Büsche, die sind schon mal nicht schlecht. Die kann man auch später mit einer Schaufel ausgraben, hier nur wie man die zum Wachsen bringt, das haben wir noch nicht so ganz kapiert. Ja. Aber hier sind auf jeden Fall noch Büsche und Beeren, das ist gut. Was zu essen? Liegt da. Karotte ist auch gut, liegt das da? Ist ein Pilz, den kann man aber nicht aufnehmen. Ah, okay. Das klang nach einem Schwein gerade, habe ich da gehört. Vielleicht sind ja irgendwo Schweine. Schweine sind hier nicht so wie jetzt die anderen Tiere, die hier rumhopsen, so normale Tiere, sondern Schweine sind so quasi wie Menschen mehr oder weniger. Also die haben Häuser und die kann man scheinbar auch anheuern, hast du gesagt? Ja, habe ich irgendwo gehört. Wurde mir was gesagt, da? Was man die mit Pilz... Ah, das sind diese Evil Flowers. Oh, das sind Spinnen. Oh, warte mal, vielleicht kill da ja die Spinnen, dann hast du schon mal ein Netz. Netz ist ja. Oh, und da ist ein böser Baum. Ich glaube, glaub, die Spinnen haben das Schwein gegessen. Also Spinnen zu töten ist eigentlich nicht so schwer, wenn man eine Waffe hat, schon aber die Dämmerung. Bis wir eine Waffe haben, kann es vielleicht noch dauern. Vielleicht mal den Weg folgen oder jetzt hier weiter im Kuh. Da ist eine Karotte. Wo waren wir? Weiter hoch. Karotte. Also was zu essen, wenn und man was zu essen findet. Also hier in der Gegend werde ich vielleicht mal noch verweilen, weil hier sind jede Menge Büsche. Und wie ich seit gestern weiß, gibt es ja auch eine Karte, was ich vorher nicht so drauf geachtet habe. Das heißt, wir können auch, das wird auch da markiert. Was ist das? Das habe ich auch schon mal gehabt. Jetzt den nächsten Busch. Irgendein Truthahn oder so. Ah. Oder Fasan, was ist das nochmal? Keine Ahnung, ich bin nicht so der Tierexperte. Also die Büsche gibt es hier genug, das ist schon mal nicht schlecht, weil nach ein paar Tagen kriegen wir wieder neue Beeren und Beeren sind gut, weil Essen ist gut. So. Weil das Spiel heißt Don't Starve. Schau mal jetzt kurz auf die Karte. Okay. Ups, falsche Richtung. Also hier ist überall schon Ende Gelände. Da war auch, glaube ich, Ende, oder? Ja. Okay, also hier unten ist ganz viel Wald und so. Und da müsste es auch noch weitergehen, also. Ja, vielleicht jetzt mal nach oben. Vielleicht auch mal ein paar Felsen suchen. Weil wir brauchen Gold für den. Also, ein paar Felsen abbauen, wollte ich sagen. Ja. Mit Spitzhacke, weil wir brauchen schließlich Gold. Also, so ganz verstehe ich, oder verstehen wir beide, glaube ich, nicht so, wofür die Dämmerung da ist, weil da wird es zwar dunkel, aber es passiert eigentlich nichts Besonderes. Ja. In der Nacht eben, bis dahin sollte man irgendwo Feuer haben. Und, das ist eine Karotte, gut.
man Karotten eigentlich auch irgendwie anbauen oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, wir brauchen wieder Schalke. Wahrscheinlich schon. Ja, hier ist auf jeden Fall. Da ist ein Wurmloch. Das ist nicht schlecht, da springen wir mal kurz rein, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es dunkel wird. Ein Wurmloch, da kommen wir jetzt quasi in eine andere Welt. Ja. Und. Oh ja, das ist sehr gut. Scheiße braucht man, weil damit kann man Felder bauen. Und ich habe ja vorhin Samen gefunden. Das kann man da anbauen. Und guck, wie gesagt, die Leute, die scheißen hier, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, aber wir brauchen erstmal eine Ding. Ja, also ich glaube, ich brauche mal erstmal. Und Achtung, es wird gleich dunkel, aber da liegen Samen. Das ist auch scheiße. Kannst du auch hier ja, irgendwo in der Nähe hier dein Ding ich aufbauen. Ich mache jetzt erstmal nur ein kleines Lagerfeuer von dem. Ja, klar. Können wir dann morgen schauen, wo genau wir jetzt da bleiben. Aber jetzt, bevor es Nacht wird. Dann kannst du dein ganzes Zeug ja grillen mal. Ja, bringt ja alles genau mehr. Kochen wir mal die Beeren und so. Genau, kochen. Weil dein Hunger ist auch ganz schön unten wieder. Ja. So, legen wir mal Feuer nach, bevor es zu dunkel wird. So, und das ist jetzt die Nacht. In der Nacht, da bekommt ihr, seid ihr innerhalb von ein paar Sekunden tot, wenn ihr kein, oder wenn man kein Feuer hat. Ja, also da sieht man dann nur irgendwie so Augen oder so und dann wird man recht schnell gegessen. Die Karotten und so kannst du auch noch grillen. Ja, also erstmal essen. Ja, das scheint ja, also jetzt sind wir erstmal essenstechnisch versorgt, würde ich sagen. Also man verhungert da jetzt nicht so schnell. Ich bin noch nie verhungert tatsächlich. So, alles mal kochen und dann essen. Wir haben jetzt auch eigentlich genug Essen gefunden. Und da die Karotten kannst du noch. Oh, das macht aber das Hirn runter. Ja. Also, es gibt auch die geistige Gesundheit. Aber das hat jetzt hat es gar nichts beim Hunger gebracht, oder? Ja, gut nicht. Naja, egal. Also, alles mal kochen. Oh, eine schön Spinne. Oh, bitte, die soll mich nicht angreifen. Na gut. Also Spinnen sind eigentlich jetzt nicht so schlimme Gegner, aber solange man halt keine Waffe hat, ist es irgendwie doof. So. Oh, jetzt ist er stärker. Gleich sind wir satt. Ich glaube, ich war noch nie in dem Spiel so satt wie jetzt. So, jetzt ist es eigentlich ganz voll, ja, aber unser Gehirn kriegt gerade ziemlich schnell runter. Aber gleich wird es wieder Tag, das ist glaube ich besser. Ja. Also wir warten Blumen kurz pflücken bringt glaube ich was, und wir haben ja Blumen gesehen schon. Ja, jetzt würde ich mich nicht. So, hier also, ein bisschen scheiße. Also, wir schauen uns jetzt mal erstmal hier um, ob es sich hier lohnt, irgendwie ein Lager aufzuschlagen. Aber hier in der Nähe ist auf jeden Fall gut, ein Lager zu haben. Weil, also, egal ob in der Welt oder wenn wir ins Lohn noch zurückgehen. Weil. Da sind Felsen. Da sind Schweine. Wo sind Felsen? Da, nein, zurück. Ah, nee, das ist ein Spinnennest. Gar kein so, Felsen. Hier, alles, was essbar ist, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Was brauchen wir denn, um ein Feld zu bauen, was? Keine Ahnung, du brauchst erstmal Gold für eine. Mal, wie ach, stimmt, ja, genau. Wir Dinge bauen erstmal Gold. Jetzt können wir auch. Also, letztes Mal, gestern, als ich gespielt habe, hat der Typ mir immer gesagt, bei den Büschen, ich habe Büsche ausgegraben, wie diese Bärenbüsche eben, und die irgendwo gepflanzt. Ich nehme mal hier, das hilft was gegen das Gehirn. Fürs Gehirn. Okay. Also, nach Felsen sieht für nichts aus. Geht's mal vielleicht in die andere Richtung, wo die komischen Ochsen. Da war ein Busch. Ja, also was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? keine Ahnung. Ich war mitten im Satz und da ist wieder ein Busch. Busch. Ja, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Egal. Ich auch nicht. Ach genau, der Typ hat immer gesagt, er muss auf die Büsche scheißen, weil die, also ich habe die ausgegraben und eingepflanzt, aber dann sahen die nicht so toll aus. Guck mal hier einen Baum fällen, damit wir bis zur Nacht genug Holz haben. Okay, haben wir eigentlich. Ja, aber also wir gehen jetzt einfach mal hier auf Wanderschaft und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Guck mal, was du brauchst, um Feuer zu machen. Weil momentan kannst du kein Feuer herstellen, wenn die Nacht kommt. Ah, ich brauche Stroh. Okay, Stroh gibt's hier nicht so. Dann müssen wir wieder. Hier geht's bestimmt Stroh. Grün. Flower kannst du pflücken. Ja, das hilft für mein Gehirn. Der Baum ist gerade gewachsen. Und wenn man 12 Blumen hat, kann ich mir auch so einen Hut basteln. Das hilft glaube ich auch, dass das Gehirndings nicht so schnell runtergeht. Aber Stroh bräuchten wir jetzt mal für die Nacht. Das auf jeden Fall noch ein Pilz, das ist nicht schlecht. Wie viele Blumen habe ich denn jetzt? 6. Die Schweine greife ich lieber nicht an. Solange ich die nicht angreife, machen die mir nichts. Außer manchmal haben die so Felder, habe ich festgestellt, wenn man ja, da an oder dahin geht. Ah, das ist ein Radieschen oder was das ist, die leben da irgendwie. Also manchmal, also bei mir sind die schon als weggerannt.
Wir bräuchten jetzt aber dringend mal